Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einer kurzen, knackigen Infothek. Ich habe ein paar Sachen, die ich euch mitteilen möchte, die ich gemacht habe, wo ich euch angeroht habe, dass ich euch mit Informationen beliefere. Und das tun wir dann jetzt mal hier auch. Ja, wer Insta bei mir verfolgt hat, weiß, dass ich gestern am Freitag, vorgestern, ich vermute mal, dass das heute am Sonntag rausgeht, dass ich unterwegs war, und zwar in der Eifel beim Andi Sauerborn. Und zwar ging es sich darum, ich musste noch eine Kleinigkeit bei ihm abholen. Und war sowieso mein Antrittsbesuch da. Wir haben uns Wochen, Monate lang, kennen wir uns schon über WhatsApp und haben auch schon telefoniert, aber persönlich war ich halt noch nicht da. Und er hatte mir zum 5000er Jubiläum da drüben ein Korallchen geschenkt, als Geschenk dafür, dass ich die 5000 halt geschafft habe. Ja, und damals habe ich gesagt, pass auf, A, Versand mag ich nicht so wirklich, und B, muss ich sowieso noch bei dir vorbeikommen, und C, hatte ich sowieso die Probleme mit meinen Euphilien. Da habe ich gesagt, behalt sie noch bitte für dich. Wäre schade um das Tier, wenn die hier auch mit eingeht. Haben wir so gemacht, und jetzt hat er oder habe ich Zeit gehabt, und gleichzeitig hat er mir noch ein entsprechendes Messgerät hier zugeschickt, kommen wir gleich zu, und. Das hat sich jetzt alles so ergeben, dass ich dann dementsprechend da mal vor Ort aufgeschlagen bin. Nebenbei blende ich mal so ein paar Bilder ein, und zum Schluss mache ich nochmal eine Komplettübersicht, damit ihr mal seht, wie es da bei ihm aussieht. Es ist ein wunderschöner kleiner Kellerladen, und ist halt tatsächlich so, dass er, ich sag mal, alles für den Notfall da hat. Wenn mal was passieren sollte, kann man da gut aufschlagen. Das Sortiment an Korallen ist mehr so, ich sag mal, der einfache SPS-Bereich und LPS. Aber bei den LPS teilweise hier und da schon in den wirklich hohen, hochpreisigen Bereich. Aber das seht ihr dann gleich bei den Bildern selber. Also es sind wirklich wunderschöne Tiere dabei. Ich hätte am liebsten alles mitgenommen. Dann hätte ich aber hier erstmal einen neuen Kredit aus Haus aufnehmen müssen, weil so viel Material, was er da hat, oh weia, war richtig geil. Ja, dann hat er mir Anfang der Woche hier dieses wunderschöne Gerät, das ist ja schon mal vom Robert Bauer angedroht worden, das Pairwise von ITC. Das habe ich jetzt mal hier bekommen, um damit ein kleines bisschen zu spielen, um rauszufinden, was kann es nicht. Womit funktioniert es tatsächlich und womit funktioniert es tatsächlich nicht. Also Fakt ist, der Hersteller geht auch schon freiwillig hin und sagt, es funktioniert tatsächlich nur mit Windows, Mac OS und Android. Warum funktioniert das Ganze nicht mit Apple? Aus dem ganz einfachen Grund, weil Apple da schon wieder seine eigenen Wege gegangen ist und keinen USB-Zugriff auf seine Handys zulässt, beziehungsweise vom Browser ein USB-Zugriff ist bei Apple unter keinem Browser möglich. Habe ich ausprobiert, geht nicht. Ich habe einen entsprechenden Adapter bestellt, damit wir hier vom normalen USB-Gegenstück auf das entsprechende, auf den Lightning-Stecker. Allein schon, wenn man bei Pairwise bei ITC auf die Seite geht, um dementsprechend die Konnektivität aufzurufen, wird schon gesagt, hey, dein Browser, der kann das nicht. So, das habe ich probiert mit dem Firefox, das habe ich probiert mit dem Safari, das habe ich probiert mit dem Google Chrome. Alles auf iOS geht nicht. Auf Android selber kein Problem, bei denen auf die Website gehen, und das Gerät funktioniert ohne Installation, ohne Anmeldung sofort auf allen genannten Geräten. Also sprich auf dem Rechner, Windows, auf dem Mac OS oder halt auf dem Android oder Tablet, so wie ihr das gerade verwenden könnt. Also grundsätzlich gilt, für alle, die es auf dem Handy probieren wollen, von Apple, funktioniert es nicht. Also das schon mal als Info vorab. Ja, das Gerät selber habe ich hier mal kurz im Gebrauch gehabt. Kann ich euch auch dementsprechend mal ein paar Bilder einblenden und den Vergleich euch mal zeigen. Also Fakt ist, ich habe es mit den paar Angaben von der Straton verglichen. Die hatte ich ja überprüft. Die lagen ja nur so ungefähr 5% daneben bei mir. Und danach habe ich mich gerichtet. Und das ist ja eigentlich auch nur, ich sage jetzt mal, ein grobes Schätzeisen, um das grob einzustellen.
Das hat soweit gepasst. Ich habe auch die App, die hier der, jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen, Himmelsack und Wolkenbruch, Jörg Kokott, die blende ich mit einem Namen, zeige ich euch nochmal kurz. Da ist, wird ja im Endeffekt nur der Lichtdruck, also sprich die Paarwerte gemessen. Die habe ich ja auch im Einsatz, die App habe ich mir geholt, die funktioniert wunderbar. Habe mir auch entsprechende Unterwasserhüllen für das Handy geholt, dass man auch unter Wasser messen kann, die Paarwerte. Also das geht schon mal sehr, sehr gut. Was dieses Gerät natürlich on top noch drauf legt, ist die Anzeige der entsprechenden Spektren. Und das habe ich tatsächlich mal verglichen. Blende ich euch auch mal kurz mit ein. Wir haben ja bei der Straton entsprechende Spektren vorgegeben, wie die aussehen. Und die habe ich dann mal daneben gelegt und verglichen. Das kommt der Sache recht nahe. Die sind natürlich nicht 1:1. Es ist kein Profi-Gerät. Wenn ich jetzt das Gerät von ATI nehmen würde, der Olli, der hat da so ein entsprechendes Gerät. Das kann man unter Wasser hinstellen. Das kann man auch so hinstellen. Das wird einfach nur mit einem USB-Dongel tatsächlich mit dem Handy verbunden. Funktioniert übrigens auch nur über Android. Wieder das gleiche Spiel. Aber das kommt der Sache schon recht nahe. Und da ein Spektrum einzustellen, ist das schon mal nicht schlecht. Wir haben hier, lasst mich nicht lügen, ich muss da mal eben schauen, wir haben den Paardruck CCT, blende ich euch mit ein, was es ist. Den Luxwert wird angezeigt, die Maximalleistung wird angezeigt und die Farbe selber, in welchem sichtbaren Spektrum das ist. Ja, das sieht im Endeffekt auch genauso aus wie hier auf der Packung. Und ja, damit habe ich ein bisschen gespielt, habe sie verglichen, ist ein schönes Spielzeug, aber 250 oder 270 Euro, so je nachdem, ist mir dann doch ein kleines bisschen zu viel. Da hat der Andi dann die Idee gehabt, pass auf, ich hole mir das Gerät und ihr könnt es bei ihm leihen, wochenweise. Für einen Preis von 35 Euro, um dann einmal seine Lampen zu checken und einzustellen, warum nicht? Ja, dann zahlt man einmal 35 Euro, kann sich das Gerät leihen. Ist wirklich total einfach und danach geht er hin, schickt es wieder zurück und gut ist. Also im Prinzip wie hier auch den Apogee, den man sich leihen konnte. Ja, kommen wir aber jetzt mal hier zu dem. Und zwar seht ihr ja hier oben schon wahrscheinlich die ganze Zeit die Schwimmschule, die ich da einrichten musste. Ich habe hier vom Andi Schellmann mir mitgebracht. Und da geht nochmal ein dickes, fettes Dankeschön, dass er mir den reserviert hat, weil dieses Tier ist in der Größe schon futterfest. Der frisst schon Artemia. Ich habe ihm jetzt hier schon mal den vorab einen Stein reingelegt, wo eine Glasrose drauf war. Nein, war keine drauf. Da waren Röhrenwürmer drauf, da hat er sich schon seit gestern gütlich dran getan. Aber ihr habt gesehen, mein Japonikus schwimmt hier dementsprechend relativ aggressiv an den heran. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe den gestern eingesetzt und es gab hier eine wilde Treibjagd durchs Becken. Und dann konnte ich ihn, da er relativ träge ist, sage ich jetzt mal, eigentlich ein ganz ruhiger Vertreter, wieder einfangen, hier reinsetzen. Und ja, das wird jetzt erstmal eine Zeit lang dauern. Ich muss das mal gucken. Ich will ihn nicht zu lange drin lassen, aber das muss ja auch funktionieren. Und ich werde diesen Fisch auch definitiv in dieses Becken hier setzen wollen. Weil ein futterfester Shelbon in der Größe, ja, da seht ihr das, ne? Kommt er wieder angeflogen. Mein kleiner Randaletti hier. Ein futterfester Shelbon in der Größe ist sowas von selten. Ja, kann ich nicht anders sagen. Also er muss in irgendeiner Form hier definitiv ins Becken. Ja, was habe ich noch gekriegt, weswegen ich eigentlich zum Andi gefahren bin? Und zwar seht ihr hier unten, da steht schon wieder was Goldenes. Und zwar ist das eine, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Hellfire war es nicht. Ich blende es ein. Wie immer. Ne? HIV, kann ich vergessen. Holy Grail, genau, das war's. Das ist eine Holy Grail, genau. Die habe ich jetzt erstmal da unten hingesetzt, noch nicht ins Riff, weil die noch behandelt wird. Was ich gesagt habe, ich arbeite ja hier in dem Becken mit den Probiotika, die ich testerhalber einsetze. Und ich habe definitiv hier sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Einmal bei den Fischen, denen geht es sowieso besser. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass es,
wenn man Probiotika verfüttert, dass es den Tieren besser geht. Bessere Verdauung etc. pp. Futteraufnahme passt besser und und. Und ja, bei den Korallen ist es jetzt so, ich habe alle meine Euphilien dementsprechend damit behandelt und die zeigen ein sehr viel besseres Polypenbild wie vorher. So, der Wald, der jetzt da hinten steht, also meine Goldies, die ich sowieso habe, die haben jetzt alle eine 2- bis 3-fache Behandlung bekommen. Ich habe oben auf der Ablegerbank, blende ich euch auch noch mal kurz mit ein, die beiden Testkorallen. Die rechte davon ist behandelt, die linke davon ist nicht behandelt gewesen bis letzte Woche. Das war jetzt 3 Wochen. Behandlung sieht im Prinzip so aus, ich gehe hin, nehme einen kleinen Eimer, packe die da rein, löse vorher die Probiotika auf und packe sie einfach rein, den Eimer unten ins Technikbecken, damit er auf Temperatur bleibt und lasse das Ganze 2 Stunden ziehen. Macht der Koralle überhaupt nichts. Danach hole ich sie raus und setze die Ganze ganz normal wieder ins Becken rein. Und dann ist das Thema eigentlich gegessen. Ich habe jetzt hier meine Korallen habe ich mehrfach behandelt. Also ich habe sie einmal habe ich mit Antibiotika gearbeitet, anschließend Honigbad und zu guter Letzt noch on top die Probiotika mit drauf. Also das war eine Dreifachbehandlung. Aber wie gesagt, die Korallen da oben haben nur die Probiotika gekriegt oder zuerst auch nicht und 3 Wochen lang und es ist nichts passiert. Und tatsächlich, die nicht behandelte sah nicht ganz so toll aus. Die bekommt jetzt noch 2 Kuren und dann sollte das Thema bei der auch durch sein, dann sollte die auch etwas schöner aussehen. Es hat definitiv geholfen, es ist ein Unterschied. Wie das jetzt mit meinen SPS ist, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil bei denen sieht es momentan so ein kleines bisschen schlechter aus. Ich weiß nicht genau, was denen fehlt, aber ich vermute mal, dass es auch die etwas höheren Nährstoffwerte sind, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, weil mein Wirbelbettfilter nicht mehr so wollte, wie er sollte. Habe ich nicht mitbekommen und von daher ist mein Phosphatwert ein bisschen nach oben gegangen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gedacht, es passt und bis die SPS sich melden, das dauert ja immer eine Kleinigkeit. Und von daher, ja, habe ich es erst gemerkt, als eigentlich zu spät ist. Jetzt habe ich hier oben hier meine Crafted Monty. Die hat schon wieder eine weiße Stelle, die muss ich rausschneiden. Hier oben meine Mille, die sowieso nicht bei mir im Becken vernünftig läuft. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Da hinten die schafft es wahrscheinlich nicht wirklich. Da werde ich jetzt großflächig von abschneiden müssen und hoffen, dass das passt. Aber da werde ich dann mal hingehen und auch mal mit den Probiotika arbeiten. Mal gucken, vielleicht hilft das ja. Ja, und dann hatte ich ja hier vorne in der Ecke hatte ich noch die Überreste von der grünen Tisch, die da oben jetzt angebracht ist, liegen. Die sind dann auch, haben sich auch weiter aufgelöst. Und ja, das war ein Versuch. Ich habe sie großflächig abgeschnitten. Der obere Teil sieht gut aus. Da ist nichts dran, das funktioniert. Und ja, aber ich werde mit der Koralle da hinten werde ich einen Test mit dem Probiotika machen. Vielleicht hilft das ja. Ja, werde großflächig abschneiden, die darin baden und dann schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Fakt ist, ihr wisst, ich wollte wieso allgemein ein bisschen mehr in den LPS-Bereich reingehen, weil es einfacher zu handeln ist. Ich weiß für mich selber, dass ich es kann, dass ich es schaffe, wenn ich dranbleibe. Aber wie schon oft gesagt und ihr wisst es, ich bin ein fauler Mensch. Ja, Licht hatten wir, Schermann hatten wir, warum steht hier das Anti-Glasrosenzeug? Ja, weil mein Schermann hier momentan noch in der Eingewöhnungsphase ist, habe ich das gesagt am Anfang? Weiß ich nicht. Nicht er muss sich an die Fische gewöhnen, sondern umgekehrt. Mein Japonikus hat den gestern quer das ganze Becken gejagt. Und deshalb muss ich erstmal die größeren Tiere, die ich finde, tatsächlich erstmal hier mit dem Aiptasia X von Rezi behandeln. Gutes Zeug, finde ich sehr, sehr klasse. Pumpen aus, draufpacken auf den von oben auf die Glasrose. Ein paar Minuten warten, ich glaube 10, 15 Minuten warten, dann hat sich das mehr oder weniger erledigt und dann kann man den Rest dann auch absaugen, damit keine Korallen rundrum mit in Leidenschaft gezogen werden. In Mitleidenschaft gezogen werden. So, ja. Was haben wir noch? Ja, Korellchen habe ich gesagt. Die steht da unten noch, weil sie noch behandelt werden muss. Die da oben wird auch noch behandelt. Da werde ich wahrscheinlich im Tagebuch was drüber erzählen können. Und ein Ding habe ich jetzt noch.
Und zwar geht es sich um die Osmoseanlage von Arca. Und zwar habe ich da mittlerweile auch noch eine Sache rausgefunden, die für euch da draußen auch interessant ist. Einerseits hatte ich ja die Problematik, dass die nicht die richtige Fördermenge rausgehauen hat. Das haben wir einmal auf den Wasserdruck, auf den Überdruck, den ich hier habe. Also die Anlage arbeitet von 1 bis 4 Bar. Und ich habe hier in meinen Leitungen 4,5 bis 4,8 Bar. Also habe ich mir einen Druckminderer eingebaut und siehe da, hat funktioniert. Ja, habe ich dann gedacht, okay, lass mal laufen. Video machst du jetzt noch nicht, ist noch zu kurzfristig. Und im Dezember bin ich hingegangen und gesagt, jo, jetzt habe ich Bock darauf, jetzt möchte ich das Video drehen. Und bin dann runtergegangen, habe eine Probemessung gemacht und was soll das? Da hat die wieder nur 1000 Liter rausgeschmissen. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Ja. Habe ich gesagt, okay, komm, warte ab, bis es mal wieder ein kleines bisschen wärmer ist. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Wassertemperatur. Und ich glaube, das Wasser hatte nur 5 Grad gehabt oder so. War also ziemlich kalt. Und siehe da, jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden. Und die Anlage fördert tatsächlich ihre 1200, 1300 Liter. Ja, das ist dann tatsächlich Temperatur, Wassertemperatur abhängig, unter anderem dann auch. Habe ich so noch nie auf dem Schirm gehabt, weil wenn ich hier meine... mein Becken auffüllen möchte, die 80 Liter, die da reingehen, das sind ja keine 80, das sind ja wahrscheinlich so um die 60, 50 bis 60, schalte ich die Anlage eine Stunde ein und nach der Stunde ist das Ding voll. So, jetzt haben wir das Ganze hochgerechnet und ja, Fakt ist, die Anlage fördert tatsächlich weniger, wenn es kälter ist. Also wir haben jetzt zwei Faktoren, die ich so selber noch nie kontrolliert und auf dem Schirm hatte, weil mich das eigentlich nicht interessiert hat. Hahn aufgedreht, kommt Wasser raus, jo, wird schon stimmen. Ja, habe ich also tatsächlich noch nie so wirklich überprüft. Jetzt bei der Anlage habe ich es überprüft, weil es halt eine entsprechend große Menge an Wasser ist, die da rauskommen soll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind auf jeden Fall zwei Faktoren, die ihr berücksichtigen solltet. Solltet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, schreibt es mir doch mal runter in die Kommentare oder schreibt mich auf Insta an. Ich würde da gerne mal entsprechendes Feedback von euch haben, ob das, wenn es wirklich kälter ist, dass bei euch auch so ist, dass die Anlage weniger produziert. Weil es kann ja im Endeffekt dann nur an der Membran liegen, die dann weniger durchlässt. Keine Ahnung, vermute ich dann mal so. Ist auch so schon mit Arca kommuniziert und ja, die sagten, oh, dass sich das so auswirkt, hatten sie auch nicht am Schirm. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fliegen jetzt gleich nochmal kurz durch den Laden vom Andi. Da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Was da wahrscheinlich wäre, entweder ein Tagebuch oder wieder was beim Sebastian. Der hatte jetzt seinen Abschäumer gekriegt gestern, am Freitag. Und ja, hat sich tierisch gefreut. Und ja, ich würde mal sagen, genug Gerede für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich ziehe auf euch. Däumchen da lassen. Bye bye. Ciao.